Der Job ist, selbst bei großzügigster Entlohnung und obwohl ich weiß, dass es am sogenannten Dienstleistungssektor am meisten Arbeit gibt. Da hat man schon die größten Probleme, während der Pubertät sich mit seinem Geschlechtsteil anzufreunden, lernt damit umzugehen und die Größe zu akzeptieren und dann soll man es aus rituellen Gründen abgeben oder weil einem Milliardär fad ist? Da wäre ich ja noch lieber Fluffer. Wissen Sie, was das ist? Nein, was? Fluffer. As in the like porn industry sense? Yeah. It is a service. For a day. Yeah, like job trade for a day. It sounds interesting. Yeah, like job swap. It sounds like hard work. Na, da hätte ich kein Problem damit. Ja, also wenn ich dann der männliche Darsteller mit, ganz sicher ein Problem hätte. Ja. Aber an sich, ja, oder die Frau, ja, man muss ein Mann sein in dem Fall. Fluffer ist rein auf männliche Sexualität. Ja. Ist halt auch eine Dienstleistung. Ja, ne? Ja, ist auch eine. Ja, aber das ist dann wieder Leidenschaft auch ein wenig. Fluffer sind in der Pornoindustrie dafür zuständig, den Darstellern rechtzeitig zum Drehbeginn der Sexszenen eine Erektion zu verschaffen. Wie sie das machen, das können Sie sich ja jetzt vorstellen. Wenn ein Fluffer oder eine Fluffer oder Flufferin, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll, jedenfalls wenn die besagte Person ihre Arbeit schlecht macht, dann spricht man von Dead Wood, also von totem Holz. Das heißt, der Dreh muss unterbrochen werden, weil zu wenig Blut in den Schwellkörpern aufhältig ist.